Kind schon den Wunsch zu schreiben? Also relativ früh mal, ich möchte Geschichten schreiben? Nee, das kam bei mir erst später. Also ich habe in der Grundschule ziemliche Probleme gehabt, ehrlich gesagt. Ziemlich schlechte Noten auch. Und man hatte sogar gedacht, ich sei Legasthenikerin. Ich hätte eine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Als ich in der zweiten Klasse war, hat meine Klassenlehrerin sogar meinen Eltern gesagt, ich werde wahrscheinlich niemals richtig lesen und schreiben lernen. Das war ein ganz schwerer Start. Also ich habe meine ganze Grundschulzeit gedacht, ich wäre dumm. Das habe ich über mich selber gedacht. Und das wurde erst besser, als ich auf eine neue Schule kam. Da habe ich festgestellt, dass ich das doch kann und dass ich auch nicht Legasthenie habe. Wäre ja auch nicht schlimm, wenn es wäre, aber hatte ich gar nicht. Und dann habe ich die Geschichten erst für mich entdeckt. Ich hatte vorher noch nie ein Buch gelesen. Ich habe mit 10 mein erstes Buch gelesen. Also es ging ganz spät bei mir los. Aber direkt, als ich entdeckt hatte, Bücher machen total Spaß, kam als nächstes die Idee, ich will selber mal ein Buch schreiben. Und dann gingen die Geschichten los. Und dann habe ich schon die ersten Schreibversuche. Genau. Genau, also meine ersten Geschichten waren immer nur so 4 Seiten lang oder sowas. Meistens ging es um Pferde, die fand ich mit 10, 11, 12 Jahren ganz toll. Und die waren wahrscheinlich irgendwas, was ich auch so vielleicht im Fernsehen gesehen hatte, was ich selber als Buch toll gefunden hatte, habe ich so irgendwie verarbeitet. Aber ich habe damals gemerkt, wie viel Spaß das macht, Geschichten zu erzählen. Also da habe ich gemerkt, das ist irgendwie mein Ding. Und da kann ich mich irgendwie auch so ausleben, meine Fantasie ausleben. Und da habe ich angefangen zu sagen, dass ich Schriftstellerin werden will. Also wann hatten Sie sozusagen die erste lineale Suselins-Geschichte so fertig, dass Sie gesagt haben, ich gebe es mal als Manuskript ab? Die erste Liliane Suselin-Geschichte habe ich 2003 geschrieben, in diesem ganz heißen Sommer damals. Also es waren nur ein paar Wochen, dann war die Geschichte fertig. Und dann habe ich die bei Verlagen eingereicht und habe erstmal nur Absagen bekommen. Und das war natürlich ziemlich frustrierend, aber ich habe auch gehört, dass das normal ist, dass es wirklich schwierig ist, einen Verlag zu finden. 25 Mal hatte ich die Geschichte weggeschickt und 24 Absagen hatte ich dann schon bekommen und hatte gedacht, nee, okay, also ich wollte nicht diesen Traum aufgeben, Schriftstellerin zu werden. Aber ich habe gedacht, vielleicht muss ich dann doch noch was anderes schreiben, wenn es die Lilly noch nicht war. Und dann hat noch der Fischer Verlag angerufen. Nach einer langen Zeit haben sie sich dann gemeldet und gesagt, sie würden gerne das Buch rausbringen. Und da ist der Traum in Erfüllung gegangen. Also wie Sie an die Figuren rangehen, wie unterschiedlich ist das sozusagen? Die einzelne Figur, der Hund, der irgendwie anders ist, auch eine andere Sprache hat als der Pinguin, sagen wir mal. Ja, klar. Also bei meinen Lesungen versuche ich natürlich jedem eine andere Stimme zu geben. Und klar, der Hund, der bellt natürlich erstmal ganz viel. Also, und dann, heiliger Ding-Dong. Also so, zum Beispiel macht er, genau. Bei dem Bauernhofband wird dann auch mal gekräht. Also, also das füge ich dann auch schon ein. Also da tobe ich dann mich ein bisschen aus mit den Tierstimmen. Das macht ja auch wahnsinnig Spaß und die Kinder reagieren natürlich darauf. Ne? Also denen macht das am meisten Freude, wenn die Tiere dann irgendwie so wirklich auch nach vorne gehen. Genau. Was ist das schwierigste Tier? Das schwierigste Tier? Der Pinguin, ja, den mache ich hier. Das ist der Pinguin. Haben Sie da studiert sozusagen, geguckt, wie macht man das? Ja, ich gucke mir natürlich, bevor ich ein Buch schreibe, immer genau bei YouTube an, wie Tiere überhaupt, was die für Stimmen haben. Also so eine Giraffe oder so, wie klingt denn eine Giraffe? Oder wie macht ein Känguru? Na, also das musste ich erstmal nachgucken. Wie macht ein Känguru? Die pfeifen so. Also mehr so schnalzen eigentlich. Ne? Die Giraffe? Das ist mehr so. Das wird dann ab Herbst bei den Lesungen dabei sein. Genau. Ich bin gespannt sein. Schön. Ich wusste nicht, wie eine Giraffe. Okay.